Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von den Potter News. Ich habe mal wieder ein interessantes Thema rausgesucht, beziehungsweise hat mich jetzt vor ein paar Tagen ein Thema erreicht, welches sehr interessant ist. Und diese Folge heute umfasst hauptsächlich ein bestimmtes Thema, was ich ein bisschen ausführlicher gestalten werde. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr das findet. Wie ihr dem Titel wahrscheinlich schon entnehmen konntet, kommt jetzt ein Voldemort-Film. Bei diesem Film handelt es sich um ein Kickstarter-Projekt von italienischen Filmemachern. Der Titel des Films lautet Voldemort Origins of the Hare. Welcher Harry Potter-Fan hat sich nicht schon einmal gefragt, wie wohl die Schulzeit von Tom Riddle alias Lord Voldemort ausgesehen hat? Die Gruppe italienischer Filmemacher namens Fresh Scream wirbt nun für ein Kickstarter-Projekt namens Voldemort Origins of the Hare, um genau diese Frage zu lüften. Voldemort Origins of the Hare ist ein gemeinnütziger Fanfilm, der vom Harry Potter-Universum inspiriert ist und sich vor allem an Harry Potter und der Halbblutprinz orientiert. Die Italiener um Fresh Scream wollen vor allem ergründen, wie Tom Riddle zu Voldemort mutieren konnte und was in all den Jahren in Hogwarts passiert ist. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei diesem Projekt um ein Kickstarter-Projekt, was bedeutet, dass die Regisseure quasi aus eigener Tasche diesen ganzen Film finanzieren. Sie haben natürlich jetzt auch noch die Option gewählt, dass ihr ihnen was spenden könnt, damit sie dieses Filmprojekt umsetzen können. Fresh Scream strebt eine Summe von 15.000 Euro an, um die Produktionskosten zu decken. Dabei heben sie hervor, dass es sich um ein Non-Profit-Projekt handelt und alles Geld in den Film einfließen soll. Der Film soll etwa 40 bis 50 Minuten lang werden und Anfang 2017 veröffentlicht werden. Sollte es ihnen aber gelingen, diese 15.000 Euro Marke zu knacken, wäre auch eine Laufzeit in Spielfilmlänge geplant. Ich finde dieses ganze Projekt mega cool und wie schon gesagt ist auch ein Trailer bereits online, den ich euch jetzt gleich einmal einblenden werde. In der Infobox findet ihr die ganzen Links zu dem Kickstarter-Projekt, also wäre wirklich cool, wenn ihr vielleicht den ein oder anderen Euro parat hättet und den spenden könntet, damit dieser Film wirklich auch umgesetzt werden kann, denn aktuell ist diese angestrebte Summe noch nicht erreicht und ich fände es sehr, sehr cool, wenn es wirklich zustande kommt und dieser Film letztendlich auch produziert wird, denn der Trailer verrät auf jeden Fall, dass es sich um einen aufwendigeren Film handelt, der natürlich kein Blockbuster ist, das muss man dazu sagen. Man sieht also eindeutig, dass es sich um einen Low-Budget-Film handelt, aber mich begeistert vor allem, welche Geschichte sich diese Filmemacher ausgedacht haben, denn Voldemorts Geschichte ist ja schon in den Büchern anteilig ein bisschen erzählt worden und ich bin sehr gespannt, wie diese Filmemacher diese ganze Geschichte ausbauen und verfeinern, denn dort in so einem Film können sie wirklich sehr ins Detail gehen. Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr von diesem Filmprojekt haltet und wie ihr den Trailer fandet. Und da würde ich gerne mal mit euch in den Kommentaren diskutieren, wie das Ganze so wird und ob ihr große Erwartungen habt oder eher niedrigere. Und wie versprochen jetzt natürlich zum Abschluss einmal diesen Trailer. Seid gespannt und viel Spaß! When we were in Hogwarts, everything was different. At that time, he seemed a student like any other. I thought I knew Tom. I was wrong. Do you remember the Chamber of Secrets? Do you remember what happened to Hagrid? There is some good in Tom. No. He has always been Voldemort. Tom, no!
Is there something you wished